Ja, ich versuche mal ein bisschen lauter zu sprechen. Ich denke mal, dass man mich vielleicht hört. Ich glaube, ich bin das dritte Mal hier. In der Oberliga war ich auch schon mal hier. Es war immer sehr, sehr schön hier. Heute war es natürlich noch schöner, weil wir immer gewonnen haben. Aber wir wissen halt, für viele ist es immer einfach gesagt, hier fährt mal Entebrück und Lotte, dann gewinnt die einfach mal so. Ich weiß, dass Flo hier super Arbeit leistet. Ich weiß, dass generell der Verein für ihre Verhältnisse sehr gute Arbeit leistet. Deswegen war es für uns extrem schwer, sich darauf einzustellen. Wir sind hier hingekommen. Ich glaube, die ersten Minute haben wir zwei, drei richtig gute Chancen gehabt. Wenn wir da vielleicht das 1-0 machen, wird es für uns einfacher. Aber ich glaube, nach den 10, 15 Minuten, wo wir wirklich sehr gut gespielt haben, wurde es ein bisschen halt eben, haben wir nicht mehr so klare Chancen herausgespielt. Und es wurde immer schwieriger, weil uns halt eben das Leben schwer gemacht hat. Ich glaube, durch unseren Wechsel in der Halbzeitpause von der 45. bis zur 65. haben wir enormen Druck auf Enddruck ausgeübt. Das war so eine Phase, wo eigentlich das Tor schon in Luft lag. Und dementsprechend, glaube ich, denke ich schon, dass es dann sehr verdient war. Dann hat Enddruck natürlich alles versucht. Mit sehr vielen langen Bällen auf den Schmidt vorne, der natürlich aufgrund seiner Größe schon sehr kopfballstark ist. Aber ich glaube, bis auf zwei, drei brenzliche Situationen waren jetzt nicht keine Torchancen von Enddruck dabei. Wir machen sofort zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 und ich denke schon, dass es ein verdienter Sieg war, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich nicht gerne hinfahre, weil der Weg hier so ein Qual ist, wünsche ich mir trotzdem, dass Enddruck die Liga dann anschauen und flog. Vielen Dank, danke. Ja. Schönen Dank, Ismail Atalan, für die Analyse und die netten Worte. Flo, wie fällt dein Fazit aus heute? Ja, schönen guten Tag jetzt mal zusammen. Easy Glückwunsch zum, wie ich auch finde, sehr verdienten Sieg für euch. Ich glaube, wir sind heute auf eine absolute Spitzenmannschaft getroffen. Und ich habe es vorher, vor dem Spiel schon gesagt, hat für mich nur zwei Mannschaften für den Aufstieg in Frage kommen. Das ist Lotte und Mönchengladbach. Und die Ergebnisse von heute bestätigen das wieder. Wir haben heute ein bisschen defensiveren Ansatz gewählt, weil wir einfach mit Zentrum schließen wollten. Darunter hat die Offensive bei uns natürlich gelitten, muss man sagen. Ich denke, aus dem Spiel heraus haben wir in der ersten Halbzeit vieles gut gemacht. Wo Lotte definitiv in Führung gehen kann, ist nach den ersten drei Standardsituationen. Da haben wir wirklich Timo Becker gehabt, der uns da im Spiel schon hält. Dann hat man eigentlich den Eindruck, 67 Minuten den Druckstand zu halten. Und dann ist es besonders ärgerlich, wenn man so verteidigt wie wir, überwiegend verteidigt, habe ich eben schon erwähnt, dass dann eine Standardsituation für uns 0-1 bedeutet. Ja, Tankulic hat Isi erst schon angesprochen. Klar, er hat das Leben uns sehr, sehr schwer gemacht, hat immer wieder den Körper reingehalten und spielt dann den Ball nach außen. Ja, kann sich an unserer Mittellinie drehen und dann liegen wir 1-0 hinten und dann muss man ehrlich sein, dann ist es für uns heute unfassbar schwer zurückzukommen. Wir haben nochmal alles probiert, auch Robin Schmidt gebracht. Aber die Jungs auch insgesamt alles weggesteckt haben in den letzten Wochen, das ist schon fast jetzt ein bisschen zu viel. Beim Warmmachen verletzt sich Leon Hammel, er ist jetzt im Krankenhaus, wir wollen hoffen, dass keine Bänder gerissen sind. Dann stellt man nochmal um und von daher muss ich sagen, haben wir versucht, alles zu verteidigen, was möglich war, ist uns dann irgendwann nicht mehr gelungen. Und von der ganzen Spielanlage, wie das Spiel läuft, wie es auch dann nachher ausgeht, müssen wir ehrlich sein, ist die Niederlage verdient, weil Lotte einfach dann die druckvollere Mannschaft war. Und trotzdem möchte ich meinen Jungs ein Kompliment machen, das wird 50 Spiele in 14 Tagen. Ich denke, man sieht, wir holen alles raus. Ist dann schade, dass immer wieder Kleinigkeiten uns fehlen zu vielleicht erfolgreichen Ergebnissen. Wir werden jetzt mal zwei Tage frei machen, in der Hoffnung, dass dann jeder so die letzten Tage ein bisschen sacken lassen kann. Und dann bereiten wir uns vor, ich denke, auf ein ganz, ganz wichtiges Auswärtsspiel. Easy, du hast immer gesagt, du kommst nicht gerne hin. Ich hoffe, ihr steigt auf, dann musst du sowieso nicht mehr kommen. Und uns wünsche ich natürlich den Klassenerhalt auch noch, wobei er punktemäßig natürlich immer schwieriger wird. Aber man weiß nie, vielleicht können wir noch ein, zwei Mannschaften schnappen. Und dann gucken wir einfach mal. Vielen Dank.